Hallo zusammen. Ich habe das zweite Buch für die Reading Challenge 2015 hinter mich gebracht. Und zwar habe ich gelesen Venus im Pelz von Leopold von Sacher-Masoch. Das ist 1901 rausgekommen, wurde 1958 verboten und ist seit, ich meine, 2001 wieder zugänglich für alle. Ja, ich kann damit nur zwei Punkte abhaken von meiner To-Do-Liste. Ein lustiges Buch und ein Buch, was verboten ist, beziehungsweise jetzt war. Obwohl sich darüber streiten lässt, ob es wirklich ein lustiges Buch ist. Also ich habe am Anfang sehr viel gelacht und grinsend gelesen und war auch sehr gut unterhalten. Aber es ist dann doch fortschreitend düster geworden. Es geht in diesem Buch um einen jungen Mann, der heißt Severin. Und um eine junge Witwe, die heißt Wanda. So, und dieser Severin, der ist ein bisschen masochistisch eingestellt, der möchte sich gerne einer Frau unterwerfen, einer Venus, ja, einer schönen Göttin für ihn. Und außerdem hat er noch so einen Fetisch für Pelze. Und diese Wanda, das ist wohl eine sehr schöne Frau und sie hat auch zufälligerweise sehr viele Pelze. Und er erliegt ihrem Charme dann natürlich sofort. Und sie verstehen sich auch gut und philosophieren miteinander über das Wesen von Mann und Frau und wie die sich zueinander verhalten, was sehr lustig ist, ja. Aber der Severin sagt dann irgendwann, nee, also ich möchte mich dir komplett hingeben, ich möchte dein Sklave sein. Und du sollst meine Herrin sein. Du sollst mich treten, sollst mich auspeitschen und umso mehr werde ich dich lieben. Und sie zögert am Anfang noch und lässt das dann aber geschehen und findet dann raus, dass sie da eigentlich auch Gefallen dran hat. Es ist so ein bisschen wie so eine Sadomaso-Beziehung. Und geht auch bis ans Äußerste. Also am Anfang ist es noch ganz lustig, dann wird es aber auch irgendwann ernst. Und sie sagt auch, sie kann keinen Mann lange an sich binden, weil sie schnell das Interesse verliert. Und er schafft es dann doch, sie ein bisschen länger für ihn zu begeistern, also länger als die üblichen 1 oder 2 Monate. Ja, wie es dann endet, verrate ich jetzt lieber nicht. Sollt ihr mal schön selber lesen. Vom Schreibstil her sehr flüssig geschrieben, sehr schön geschrieben. Ich glaube, der Autor ist aus Österreich gewesen. Ja. Sehr philosophisch, aber auch lustig durchaus, wie ich gesagt habe. Aber ich denke, ich werde noch mal ein extra super lustiges Buch lesen, um den Punkt auf jeden Fall für mich zu sichern. Ich kann euch mal ein Beispiel vorlesen, was mich zum Lachen gebracht hat. Es war jetzt ganz am Anfang vom Buch. Da ging es auch um die Natur von Mann und Frau und dass einer sich immer unterwerfen muss in der Beziehung. Er sagt auch die Frau, und zwar in der Regel der Mann, den Fuß des Weibes. Naja, und er sagt gewiss, und eben deshalb mache ich mir keine Illusionen. Und sie sagt, das heißt, Sie sind jetzt mein Sklave ohne Illusion und ich werde Sie dafür auch ohne Erbarmen treten. Also da musste ich schon lachen. Ja, also ein kurzes Buch, ich glaube nur 40.000 oder 50.000 Wörter, sehr schön zu lesen, sehr schnell zu lesen. Aber man fragt sich dann doch irgendwann, wo soll das enden? Ist das denn noch alles gesund? Ist das eine gesunde Beziehung? Geht diese Wanda nicht zu weit mit dem Severin und meint sie es überhaupt noch gut mit ihm? Also man wünscht sich so ein bisschen, dass er aus seiner Sklavenhaltung irgendwann mal rauskommt und mal sein Mann steht, wie sie das auch von ihm verlangt, und er ihr mal die Stirn bietet. Ob das passiert, müsst ihr selber lesen. Also, ich gebe dem Buch 4 von 5 Sternen. Ich mache mal weiter in diesem Sternesystem. Ich würde es jederzeit wieder lesen. Ist eine nette Abwechslung. Aber es wurde mir am Ende doch ein bisschen zu düster. So, das war's erstmal. Bis zum nächsten Buch.